Wie du siehst, bin ich heute nicht in Deutschland, sondern bei 34 Grad, mein Handschuh ist noch an, komme ich vom 18. Loch von dem Umea Golf Club hier in Windhoek, Namibia. Und eine Sache ist passiert bei einem Schüler von mir. Er sagte, er stand an einem engen Fairway und er sagte, ich weiß jetzt, dass ich schleichen werde. Ist egal, was ich denke, die Schwunggedanken, egal, mein Ball wird rechts fliegen. Und dann dachte ich, das passiert vielen von uns. Es gibt manche Situationen, wo man einfach weiß, der Ball wird nach rechts oder nach links fliegen. Und man hat seine Tendenz. So in diesem Fall, mach Folgendes. Ich werde gleich den Ball auf der Range schlagen und ich werde es genau üben. Wenn du nach rechts schlägst, ist dein Blatt höchstwahrscheinlich beim Abschwingen offen. Wenn du nach links schlägst, höchstwahrscheinlich ist das Ding geschlossen. Und zwar kurz vor dem Treffmoment. So, es ist einfach eine gute Übung, wenn du beim Probeschwung, bei der Vorbereitung ausholst, abschwingst und diese Position findest. Du möchtest, dass der Schläger leicht nach vorne kippt. Das ist ideal. So einfach vor dem Schlag, üb das. Krieg ein Gefühl dafür. Und wenn du den Schlag mit Ball machst, denk da. Und glaub mir, das hilft. Mein Schüler hat es getan, er hat das Fairway getroffen.